Was soll sein? Du störst. Was tust du? Machst du Bilder von dir? Nein. Was hast du? Ich mache einen Vorspann. Ein Vorspann? Du musst jetzt mal einen kleinen Moment die Schnute halten. Bitte. Ja. Ja, schaffst du das? Ja. So ein paar Sekunden. Bitte? Wieso drehst du deinen Film? Zu rein wissenschaftlichen Zwecken nur. Schön. Endlich mal einen Nackichtfilm von meiner Mutter. Nackichtfilm. Ich bin auch ein Nackichtfilm, naja. Die quälen wieder wehrlose Tiere da. Wieso das denn? Ja. In diesem Käfig verhungert gerade ein Dinosaurier. Muss sein. Gemütlicher Samstagnachmittag. Wenn Mutti ihren Wein säuft, schwankt sie schon wieder durch die Gegend. Aua! Wo sind die kleinen Häschen? Ja, guck mal. Der Mann mit den Füßen ist wieder unterwegs. Diesmal liegen ihm die Hasen zu Füßen. Das ist Artussi und Bibbo und das ganz schwarze, gefährliche Monster Timmy, der Schnelle. Da huschen sie durchs Bild. Wollen wir mal schauen, wie sie auf Mogeln reagieren. Noch sind sie ja ganz friedlich, man kann sie kaum wahrnehmen. Doch da kommt eine Mohrrübe ins Bild, zwei sogar. Unkontrolliert rennen sie hin und her. Man wirft eine Mohrrübe dahin und die finden sie erst nicht. Jetzt. Bibbo hat's geschafft, er hat es gefunden. Fängt an zu essen, die arme unschuldige Mohrrübe. Kommen die anderen noch und packen mit mir in Fangzähnen in das arme, uns verwandte Wesen. 30% der Gene stimmen mit unseren überein. Wir fühlen mit. Da fressen sie. Ohne Erbarmen. Und sowas. Läuft frei herum. Da. Schauen Sie sich das nur einmal an. Erbarmungslos. Gemetzel. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich muss die Kamera ausschalten.
halten. Geben Sie wohl, erbarmungsloses Gemetzel. Peter, eine Frau am Telefon. Da ist eine Frau am Telefon. Wo? Die fragt, warum du sie fotografiert hast.